liebe Kolleginnen und Kollegen. Guten Morgen. Ja, heute mal ein Video für euch, und zwar ganz aktuell. Wir haben gestern Betriebsrat Beschluss gefasst. Ange wird euch heute Morgen dazu was sagen, was wir da gemacht haben. Und einfach vorne wegzugreifen, die Gerüchteküche geht jetzt hier schon 3 Wochen darum. Das, was im Anflug ist, was unser Grid 3 bedeutet, was Schichte sind, und Ange wird euch dort dazu was sagen. Am Schluss werde ich das kurz zusammenfassen noch einmal. Und Ange. Also, guten Morgen nochmal von mir. Also, was haben wir gemacht? Wir hatten in den letzten 3 Wochen massive Auseinandersetzungen auch mit unserer Werkleitung gehabt, weil wir mit der Vorgehensweise, wie es geplant war, nicht einverstanden waren. Und um was es jetzt genau geht, erklären wir euch jetzt. Und zwar war es so, die Infokrit Grin soll in 19 Schichten. Da haben wir eine Mehrmenge bekommen und die sollte man in 90 Schichten dann abarbeiten. Im KRI wird sich nicht ans SOK gehalten, weil, was hat man sich überlegt, die BU war doch ganz schnell fertig. Die hat gesagt, okay, hole mal im KRI oben bei den HOP die Teile raus und schiebe sie nach Bursa oder nach Bamberg. Und somit wird Personal in HOP 1 frei. Und die könne dann die Mehrmenge in Grin machen. Damit waren wir nicht einverstanden und deswegen gab es auch in der letzten 3 Wochen halt einen Konflikt, den wir mal geführt haben. Und gestern haben wir eine Vereinbarung dann abgeschlossen und die sieht wie folgt aus. Ich muss mal Corona-konform wechseln. Und zwar in Grin wird die Mehrmenge in 90 Schichten gemacht. Der KRI 3 geht in 2 Schichten, somit, wie schon gesagt, wird es Personal frei, die in der Grin wechseln können. Im KRI 220 wird sich, was die Menge angeht, auf jeden Fall an das SOK gehalten, wie vereinbart. Und folglich daraus, durch diese Mehrmenge im Grin, haben wir erreicht, dass wir im ersten Halbjahr keine Arbeitszeitverkürzung haben. Ich hoffe, man kann es ein bisschen lesen und wie es weitergeht, wird für das zweite Halbjahr, da wäre jetzt bald die Gespräche aufgenommen. Okay, vielen Dank, Anke. Ich würde es kurz nochmal zusammenfassen. Ausgangslage, total mit vielen Konflikten belastet, weil sich nicht ans SOK gehalten wäre, weil wir tatsächlich massiv im KRI Teile rausgeplant haben. Wir als Arbeitnehmervertreter, als Betriebsrat haben gesagt, nein, Einhalte des SOKs, weil es spielt ja, kann man halt nicht machen, wenn man eine Vereinbarung drauf hat, also unser SOK greift. Ergebnis hat es Anke gesagt, ja, wir werden die Teile im Grin machen, logisch, wir wollen nicht Kurzarbeit haben oder was, oder Arbeitszeit absenken, sondern wir wollen schaffen. Die Teile werden so eingeplant im 2020, wie wir es im SOK vereinbart haben. Daraus resultiert kein Personalüberhang. Daraus resultiert unser SOK wirkt genau so, wie wir es vereinbart haben. Und deshalb im ersten Halbjahr keine Arbeitszeitverkürzung. Genau das haben wir so vereinbart im SOK. Und ich will das nochmal sehr deutlich sagen. Die Beschäftigten in Homburg haben für 5 Jahre ein SOK vereinbart. Und es wirkt 5 Jahre. Und nicht gerade, weil irgendjemand einfällt, nee, das müssen wir so nicht machen und das, was da steht, müssen wir uns nicht dran halten. Ich glaube, wir haben den Konflikt gut geführt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und Anke, du wolltest noch was sagen. Ja, und vorab schon mal wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Kollegin aus dem KRI 3 und dem Grin. Mit ihrer Bereitschaft tragt ihr dazu bei, dass wir wirklich Beschäftigung für das ganze Werk haben. Und ja, also das Video kommt jetzt mal vorab, damit die Info schon mal rausgeht. Aber wir wollen noch Abteilungsversammlungen machen unter Corona-Bedingungen am Montag wahrscheinlich. Aber du kriegst dann noch Info und dann machen wir das Ganze persönlich. Und deswegen nochmal ein herzliches Dankeschön und bleib gesund und Bosch bleibt. Genau, Bosch bleibt. Tschüss. Tschüss.